Rang mithalten kann und sogar möglicherweise mit seinen roten Zeiten noch weiter nach vorne kann. Das heißt also, im Moment haben wir zwar eine Dominanz von dem ERA mit Julian Bronson an der Spitze, Teddy Dowling auf Rang 2, ebenfalls dann Ian Landy mit der Startnummer 22 mit dem dunkelblauen Auto, sein australischer Fahrer ist auf Rang 3. Fratello Michael Ganz aus der Schweiz, ebenfalls auf dem ERA. Avec Jean-Jacques Bailly avec la CD einmal gesagt, es war die 100 Rundenplan, die Ferraris in Schach zu halten. Das stimmte natürlich nicht ganz, weil auch mit seinem englischen Kollegen hier ganz gut zu tun hatte. Damals übrigens auch der Gurney dabei mit dem Porsche 718, dem einzigen Auto mit geschlossener Karosserie, das hier im Teilnehmerfeld erlaubt war. Wir haben also hier den Lotus 18 dabei, mit John Elliott zum Beispiel, auch mit John Scotty Taylor. Und dann kommen die Nachfolgemodelle, also auch der Lotus 21 mit den Startnummern 8 und 9, sowie 11, 12, 14 und 15 hier an den Start, wobei Markus Musser nicht kommt und ein Auto, der Camorati Lotus, Sportwagen, heute ist nicht ein Lotus, ist nicht weggekommen, es ist der Cooper von Douglas Mockett. Douglas Mockett couldn't move on at the moment. Also Douglas Mockets Auto steht im Augenblick hier vorne bei Start und Ziel und sprang nicht an. Es müsste sein der Cooper von Douglas Mockett, der hier Probleme macht, Start Nummer 20, Numero 1, avec des Problemen. Ja, Startreihenfolge, also Middlehurst mit der Nummer 9 ganz vorne mit dem Lotus 25 Ex-Jim Clark, mit dem Kastenrahmenmodell von 1962 vor Dan Collins mit der Startnummer 8. Er fährt den Lotus 21 in klassisch grün und gelb. Dahinter schon auf Rang 3 Alain Bailly mit der Startnummer 38, den wir besonders beobachten wollen mit dem schwarzen Auto mit der roten Nase, denn es könnte sein, dass er auch auf Sieg fährt. Besonders selten sind hier auch ein paar Autos, zum Beispiel der ATS mit der Nummer 5 von Jason Wright mit 190 PS V8 Motor, damals unzuverlässig, in diesem Jahr plötzlich ganz hervorragend. Baujahr 1964. Zu achten ist darauf den Ferrari von Joseph Colasacco, der wissen noch nicht genau, wann wird der Nummer 10, das ist der Nummer 10.